Ich hoffe mal, die ist auch offen, ey. Das ist aber hier unten, wo wir hin müssen. Das ist nicht da oben das gelbe Ding. Wie sieht das Shuttle aus? Dieses Ding braucht mehr als nur Hüllenteile. Der Backbordantrieb fehlt. In der Nähe der Greeley ist ein kleines Wrack. Könnte ein Shuttle sein. Das sollten wir uns mal ansehen. Rosen, Locke, machen Sie sich fertig. Sie kümmern sich um den Antrieb. Aber Sir, mein Bein schmerzt Ich bitte immer Sie noch. Ja nicht, Kunststücke vorzuführen. Und jetzt Bewegung. Okay. Rosen, wir treffen uns dort. Wenn Sie sagen. Du fliegst. Was ist das hier? Das sind Sauerstofftanks. Ach nee, unser Shuttle-Ding hier. Ach so. Deine. So, zurück zu Greasy oder was? Ja. Ja, sieht so aus. Natürlich müssen wir die Schutzklappen aufmachen, dass ich durchs Glasfenster schauen kann. Natürlich. Damit es dich als erstes erwischt. Diese scheiß regenerativen Viecher gehen mir eh auf den Sack. Aber die können wahrscheinlich jetzt auch noch hier durchschwimmen. Ja, denen geht das wahrscheinlich am Arsch vorbei, ob es Luft gibt oder nicht. Ja. Die regenerieren sich doch. Ich hätte eigentlich gesagt, wir brutzeln die mit dem Antrieb. Aber ich glaube, wir haben die gerade in diese komische Dinge geschossen. Ja. Ja, mit der großen Knarre sind sie nicht so ganz zurechtgekommen. Nee. Und selbst wenn sie mit der Knarre zurechtgekommen sind, spätestens das komische Tor hat sie dann erledigt. Da unten. Rechts das kleine Shuttle. Ding sie da. Ist er das? Hey, Sie wollten einen Antrieb? Hier haben Sie einen. Gehen. Ist doch scheiße. Genau wie unser Plan. Sind Sie immer so hilfreich? Hey, einige von uns wollen nach Hause, okay? Ich habe alle Leitungen und Wartungsrohre abgetrennt, aber keine Ahnung, wie wir das Ding hier wegbekommen. Ich sehe nach. Packen Sie Ihre Ausrüstung zusammen, damit wir das Ding zur Reparaturbucht bringen können. Wo soll hier so ein Chinese-Doc sein? Das ist der Typ. Ja, aber was soll ich denn jetzt hier packen? Irgendwas da vorne in 10 Metern. Ich hab's. Ja, hier die Dinger. Die Platten weg. Drunter ist was zum Drehen. Schaffen Sie alles weitere allein? Ja, Clark. Ich bin kein Idiot. Und lassen Sie die Einspritzer fest einrasten. Ich will nicht, dass Sie sich mitten im Flug lösen. Arschloch. Richtig. Das Ding müssen wir auch bewegen. Okay, Leute, ich hab den Antrieb. Irgendwas schießt auf mich, Bana. Nicht ganz. Wir werden wie Lilliputaner im Zirkus hin und her gestoßen, wenn wir versuchen, ohne Kurs durch die Atmosphäre zu navigieren. Und wenn wir die Flugschreiber aus diesen verlassenen Schiffen nutzen? Ja, stimmt. Wir könnten eine ich krieg hier von irgendwo Schaden. Ich suche außerhalb der Roanoke. Halten Hast du noch Luft? Kleinen Satelliten mit 4 abstehenden Solarmodulen. Satelliten mit Solarmodulen. Alles klar. Jetzt ja. Nee, leer. Ja, mich hat gerade auch irgendwas erwischt. Ich seh's. Da unten, da, ja, ich auch. Jetzt wünsche ich mir mein Zielfernrohr wieder. Ich hab eins. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, da oben wieder zum Shuttle. Wieder hoch? Ja, hier. Ich meine, guck mal. Ich wüsste, wo es ist. Dann drück doch mal B. Da ist auch ein Sauerstofftank. Ja, ich hab schon. Ja, ich hab gerade aufgefüllt. Darum war ja der eine leer. Ich hab jetzt auch wieder einen. Also der goldene Anzug hat für 300 Sekunden Luft. Ja, meiner für 250 oder so, also ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Ja, wenn ich an Dead Space 2 zurückdenke, da hast du für 120 Sekunden oder so Luft gehabt, das ist also schon, Ja, sie lassen uns aber auch auf dem Weltall rumspazieren. Ja, ja gut, hier jetzt, ja.
So, und dafür haben wir jetzt extra hierher zurückgehen müssen. Ja, das konnte er nicht alleine. So Roanoke. Na super. Ja, Leute, hier sieht alles gut aufgeräumt aus. Das sitzt einem doch schon wirklich zu. Das also, springt mein Herz vor Freude. Also, wenn ich das von hinten so sehe, hast du auch schon etliche Trümmer gerammt. Also. Ja. Du fährst also auch nicht besser als ich. Ist nicht mein Lack. Sekunden habe ich. B? Von den. Aha. Sieht uncool aus, das Ding. Wieso muss ich. Was will denn der Satellit von mir? Ich weiß, dass der mir das mit Sicherheit gerade gesagt hat. Ich habe einen dieser Flugschreiber gefunden. Gut. In der Roanoke sollten noch mehr davon sein. Okay, mal sehen, was ich finden kann. Ich soll immer noch an dem blöden Satelliten rummachen. Ich gehe jetzt mal zu dem nächsten Satelliten da hinten. Pass auf. Und nur ein paar Arsche. Mir gefallen die. Umgebracht. Mir gefallen die Minen hier aber nicht. Da schießt doch schon wieder was. Ja. Dann gib mir mal Deckung. Hinter dir links, genau. Und die Minen kommen. Hab sie. Einen noch. Auch noch einen Satelliten. Da ist doch einer, oder? Da, ja. Ellie, ich müsste genug Flugschreiber haben, um eine sichere Route zum Planeten zu rekonstruieren. Super. Und jetzt? Baue alles in ein Navigationsmodul ein, das ich dann an das Shuttle anschließe. Muss nur eine Bank finden. Das sollte aber kein Problem sein. Ah ja. Anzugstation Bank. Hier. Ja, macht eigentlich auch ganz zwischendurch mal Spaß, hier draußen ein bisschen rumzublitzen. Man hört die Viecher wieder nicht, so wie in den anderen Teilen. Ja. Muss auch ein bisschen schauen. Also das ist ganz schön unübersichtlich, muss man echt sagen. Also so muss ich jetzt erstmal den blöden Eingang hier finden. Astronauten haben es da gar nicht so leicht mit so Geschichten hier, wenn man wirklich sich in alle Richtungen drehen muss. Da ist, glaube ich, hier der Eingang. Waren wir auf der Roanoke schon mal? Nein, ich glaube nicht. War das hier nicht das erste Schiff, wo wir reinkamen? Nee, oder doch? Ja, die Greeley war die Bonusmission. Ja doch, das müsste die Roanoke sein. Schauen wir mal, wenn wir reingehen. Werden wir es gleich sehen. Ich hab nämlich nur noch 40 Sekunden Luft. Wunderbar, du musst mal ein Medipack nehmen. Nein, hier waren wir definitiv noch nicht. Warum natürlich? Da waren wir doch da, hier, schau hin. Da drinnen waren wir. Okay, und ja, stimmt. Stimmt. Wir gehen nur diesmal einen anderen Weg. Ja, ich gehe zur Bank. Ja, aber hier waren wir noch nicht, hier drüben. Wir sind zur anderen Seite durchgegangen. Eine Anzugstation, ich kann die Goldmarie ablegen. Ja, da muss ich dann auch mal ran. Wir nehmen den Zeugenanzug.
Aber das soll man nicht denken, dass du gleich ins Zeugenschutzprogramm kommst. Aber jetzt habe ich wieder weniger Sauerstoff, ne? Ja, man kommt ganz gut damit klar. So, dann möchte ich meine Rig upgraden. Ach, Kacke. Was brauchen wir denn? Trefferpunkte nehmen wir mit. Wenn es einen Asbestüberzug gibt, würde ich dir den empfehlen. Ja, ich glaube, der wäre auch sinnvoll bei mir. So, was haben wir hier noch? Stasi-Energie nehmen wir auch mit. Und einmal die Reichweite von Chinese. Jetzt habe ich genug Geld ausgegeben. Meinst du Material? Mehr oder weniger. So, ich baue einfach meinen Luftvorrat aus, meine Panzerung. Ich habe meine Trefferpunkte recht hochgeschraubt und einmal meine Panzerung, glaube ich. Ich weiß es doch schon nicht mehr. Ja. Und ich mache die Chinese-Reichweite meistens noch, aber ich habe keinen Wolfram mehr. Achso, falls ihr euch fragen solltet, so wie wir eben am Anfang, wie man hier oben durch die Tabs schaltet, ohne die blöden Tasten zu wissen. Der Nummernblock mit Taste 9 und 7, die schalten rechts und links oben die durch die einzelnen Tabs durch. So. Ah ja, jetzt sind wir in dem Raum hier. Ich find's immer noch faszinierend, wer macht hier die ganze Spinne wieder voll? Keine Ahnung. Mein Bot war ja auch zurückgekehrt, da war ja was. So, ich würde gerne mal was nachgucken, ob ich hier nicht... Ja, ich schaue mir das Ganze gerade auch nochmal an. Mann, Wolfrad ist echt ein Problem, du. Wir haben noch nicht so viel Neues gekriegt. Nee. Ach, jetzt fehlt mir Wolfram. Ja, ich sag doch, Wolfram ist ein Problem. Dann würde ich nämlich ein Sturmgewehr aus meinem Missionar bauen, aber naja. Haben wir jetzt das Ding gebaut, was wir bauen sollten? Ja, habe ich schon ganz am Anfang. Okay. Ja, aber hier gibt's doch nicht viel zu tun, ne? Ich verbrauche so viel Munition, hey, das glaubst du gar nicht. Ich habe noch 807 Schuss für den Missionar. Also, was das angeht, habe ich noch ein bisschen. Von daher kriegen wir hin. Wie lange brauchst du da noch? So, das war's. Nee, bin schon fertig. Und jetzt sollten wir Kurs auf den nächsten Raumfahrtweg setzen und... Nein, Robert, wir fliegen zum Planeten. Ellie, ich weiß, dass alles so angefangen hat, aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Hey, er ist vernünftig. Ganzen Planeten voller Monster. Wenn nicht wir, wer dann? Oder sie gewinnt. Kohlenstoff gibt's nicht mehr. Robert, nur wir sind übrig, die das schaffen können, und das weißt du. Ellie, du musst zugeben, dass es Wahnsinn ist. Woher sollen wir wissen, dass es da unten wirklich eine Lösung gibt? Ich hätte eigentlich Erweiterungsplatinen einbauen können. Du sagtest abschalten und genau das werden wir machen. Verdammt richtig. Captain, wir müssen es versuchen. Carver, eine Motorei ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Wenn ja, nicht, dann gehen wir nicht. Nein, Ellie hat recht. Wir haben eine Chance und die werden wir nutzen. Sie können entweder mitkommen oder versuchen uns aufzuhalten. Aber vergessen Sie nicht, tot sind wir hier schlimmer dran als lebendig. Ellie macht das Shuttle startklar, ich bin unterwegs. Also abschalten, ja, ja. Abschalten kann ich auch an der Copacabana in dem Liegestuhl mit einem Cocktail in der Hand. Ja, also, ich glaube, wir die Diskussion gewonnen hätten. Ja. Toll.